Sie kennen sich, seitdem sie als Kinder im El Sistema ihre Liebe zur Musik entdeckt haben. Noch immer leitet Dudamel das Vorzeigeorchester des Systems. El Sistema ist mein Leben. Es hat mich groß gemacht. Den Schulen und Jugendorchestern in Venezuela habe ich alles zu verdanken. Meine Ausbildung und meine Zukunft. Gegründet wurde dieses System der Musikerziehung vor über 30 Jahren von diesem Mann, José Antonio Abreu. Ein Dokumentarfilm widmet sich nun seinem Lebenswerk. Seine Überzeugung, Musikerziehung für Kinder aus armen Vierteln ist Lebensbildung. Eine moderne Gesellschaft braucht optimistische Vorstellungen und Menschen, die sich mit dem Ideal ihrer Gemeinschaft identifizieren. Menschen, die ihre Arbeit als Dienst begreifen, die einem Ideal dienen, das lebensbejahend ist. Sich so zu verhalten, das ist das Wesentliche. Das wollen wir den Kindern mitgeben. Schon die Allerkleinsten sind dabei. Rund eine halbe Million Kinder genossen bislang diesen Musikunterricht. Anfangs mit Papierinstrumenten, vor allem aber mit Spaß. Und nicht nur das. Als Edixon Ruiz seinen Job annehmen musste, um seine arbeitslose Mutter zu unterstützen, bot ihm José Antonio Abreu einen Job im Orchester an. Er ist ein Mann mit einer unglaublichen Präsenz, fast überirdisch, wie ein Heiliger. Er ist immer sehr einnehmend und voller Liebe für Kinder. Er war immer ein Vater für alle. In Caracas, so erfahren wir im Film, holt José Antonio Abreu inzwischen sogar die Kinder von den Müllkippen in seine Musikschulen. Für manche vielleicht eine Karrierechance, für alle das Glück, das Feuer der Musik zu erleben. Selten haben wir so bewegende Bilder gesehen, die zeigen, wie wunderbar das Gefühl sein kann, gemeinsam etwas Großartiges zu erleben. Toller Film. Nach uns wird es im Palais blaublütig. Was es mit dem Adel heutzutage auf sich hat, das diskutiert Astrid Frohloff mit ihren Gästen, unter anderem mit Maya, Angeheiratete von Hohenzollern, und Jutta Ditfurth, die auf das Ererbte von vor ihrem Namen völlig freiwillig verzichtet hat. Und wir schauen zum Schluss auf die nächste Premiere im Maxim Gorki Theater, wo eine alte Liebesgeschichte zwischen den Sprösslingen zweier verfeindeter Adelsfamilien neu aufgemischt wird. Die Läden der Stadt waren unter der Kontrolle der Capulets. Die Montagues kontrollierten die Straßen der Stadt. So ging man sich aus dem Weg. Der eine hatte die Nightclubs, der andere den Asphalt. Shakespeares Romeo und Julia verlegt in die Straßen von Berlin, wo zwei Gangs um die Vorherrschaft kämpfen. In dieser Inszenierung ist alles etwas anders. Denn neben professionellen Schauspielern des Maxim Gorki Theaters stehen Schauspielstudenten der UdK, Hip-Hopper und Schüler der Rütli-Schule auf der Bühne. Die Idee, Menschen, die sonst in verschiedenen Welten leben, sollen im Theater zusammenkommen. Romeo und Julia als Hip-Hop-Battle. So haben wir Shakespeare jedenfalls noch nie gesehen. Wir sind die Capulets, Tyber, Paris, Simon und Gigi. Euer Pussy-Gesang klingt wie Kastien der Bici. Du schlecht rasierter Lackasse. Dein Rap ist Gelaber, meine Kampfwaffe. Was braucht man mehr? Abzulieben! Sonntag. So schön wie heute. Das große Galakonzert aus Wittenberge. Na, das kann ja heiter werden. Vor allem, wenn sich die Sänger streiten. Ja, ich kann alles viel besser als du. Kannst du nicht? Kann ich doch, doch ich kann. Das Beste vom Besten. Ein farbenprächtiger Abend voller Musik und Tanz. Elblandfestspiele 2008 am Sonntag, 20.15 Uhr.
guten Abend, herzlich willkommen im Palais. Vor 90 Jahren wurde der Adel in Deutschland offiziell abgeschafft. Aber es gibt ihn noch. Blaublütige Hochzeiten, Affären und Familiengeschichten sind Lieblingsthemen der Boulevardpresse. Auch jenseits des europäischen Hochadels scheint die Welt der Von und Zus neue Aufmerksamkeit zu bekommen. Ob die Amtsübernahme des adeligen Wirtschaftsministers zu Guttenberg oder die Kommentierung des Stauffenberg-Films Operation Walküre, das Leben der Adeligen gewinnt an Bedeutung. Doch wer ist der Adel? Wie lebt er? Und ist es von Vorteil, zu dieser Klasse zu gehören? Darüber wollen wir heute diskutieren. Ich darf Ihnen meine Gäste vorstellen. Christine Gräfin von Bröhl. Sie ist freie Journalistin und hat ein Buch geschrieben über die Kunst, ein adeliges Leben zu führen, mit dem Titel Noblesse oblige, zu Deutsch Adel verpflichtet. Helmut Freiherr von Malzahn ist bei uns. Der Manager kehrte Anfang der 90er Jahre auf den Stammsitz seiner Familie in Mecklenburg-Vorpommern zurück. Dort auf Schloss Ulrichshusen betreibt er heute ein Hotel mit Land- und Forstwirtschaft. Jutta Ditfurth ist da, die Mitbegründerin und ehemalige Politikerin der Grünen, ist heute Publizistin und Buchautorin. In der Welt des Adels kennt sie sich aus, denn ihr offizieller Name lautet Jutta Gerta Armgard, Freifrau von Ditfurth. Und ich begrüße herzlich Maja Sünke, Prinzessin von Hohenzollern. Durch ihre Hochzeit mit Fairfried von Hohenzollern wurde die gebürtige Dresdnerin zur Prinzessin. Mittlerweile ist sie wieder geschieden. Ihren Namen nutzt sie aber weiterhin als Moderatorin und für ihre gemeinnützigen Projekte. Herzlich willkommen, liebe Gäste. Frau von Hohenzollern, in Ihrem Leben ist ja das wahr geworden, wovon so manches junge Mädchen wahrscheinlich träumt. Sie haben als Bürgerliche einen Prinzen geheiratet und sind Prinzessin geworden. Das war 99, glaube ich, als Sie geheiratet Aber haben. Aber ich habe nicht davon geträumt, das muss ich gleich hinzufügen. Aha. Aber wie war dieser Eintritt in diese adelige Welt für Sie? Ach, ehrlich gesagt, das ist eine Frage, die mir ungefähr erst 3,8 Millionen Mal gestellt worden ist. Also zunächst einmal muss ich sagen, dass ich als Kind niemals zu Fasching Prinzessin sein wollte, sondern immer als Cowboy und Indianer gegangen bin, zum Leidwesen meiner Mutter. Und ich auch nie davon geträumt habe. Und zum anderen habe ich einen Menschen geheiratet und irgendwie keinen Stand. Und ich weiß nicht, was das für eine Vorstellung ist. Manchmal bin ich versucht zu sagen, jawohl, alle Adligen der Welt kamen zusammen, man nahm mich in einem großen Ritual auf. Ist natürlich Blödsinn. Ja, wie sind Sie denn aufgenommen worden? Sie sind ja als Bürgerliche in diese Kreise gekommen und in Adelskreisen bezeichnet man Bürgerliche, habe ich gelesen, sogar als Nichtgeborene mitunter. Also da haben Sie ziemlich antiquierte Adelskreise erwischt, die Sie da gefragt haben. Mhm. Also zunächst einmal muss ich sagen, dass das ja nicht das erste Mal in meinem Leben ist, dass ich mit Adel in Berührung gekommen bin, sondern ich hatte in meinem Leben vorher auch schon ganz viele Beziehungen zum Adel und familiäre Beziehungen oder auch freundschaftliche. Also es ist nicht so, dass ich gesagt habe, boah, ein Adeliger. Und es gibt Menschen, die sind mir sehr nett begegnet, das sind Menschen, die mochte ich und es gibt auch Menschen, die mag ich nicht, ob die jetzt adelig sind oder nicht, also spielt in meinem Leben ehrlich gesagt keine Rolle. Mhm. Nun ist Ihre Ehe mit Prinz Fairfried von Hohenzollern geschieden worden, das ging ja auch groß durch die Boulevardpresse, sicher auch keine leichte Zeit für Sie damals, aber wie ist es weitergegangen? Sie haben Ihren Prinzessinnen-Titel behalten können, war das gar kein Problem? Ich muss an der Stelle gleich korrigieren, es gibt keine Titel mehr, es ist ein Name. Mit der Weimarer Verfassung 1919, also schon 90 Jahre, wurden die Titel abgeschafft und im Übrigen auch alle rechtlichen Privilegien des Adels und die Gleichstellung des Adels erfolgte. Mhm. Die sind sozusagen Bestandteil der Nachnamen geworden. Also würde es heute noch Titel geben, dann würde ich heißen Prinzessin Maja von Hohenzollern. Aber tatsächlich heiße ich nur Maja Prinzessin von Hohenzollern und es ist einfach ein Nachname. Mhm. Herr von Malzahn schüttelt mit dem Kopf, das haben Sie anders? Nein, das ist falsch. Ja? Warum? Wie ist es richtig? Aber hier ist doch noch ein Titel. Ja, der Name heißt, Ihr Mann war Prinz Hohenzollern, oder ist Prinz Hohenzollern, dann würden Sie heißen Maja Prinz Hohenzollern und nicht Prinzessin. Aha. Das ist der reine Unterschied. Ja, aber es gab 1920 eine Regelung, dass man die Anpassung an die Geschlechter erlaubt hat, was ja auch ein bisschen albern wäre, wenn ich
Prinz mit Nachnamen hieße, aber in der Schweiz, da gebe ich Ihnen durchaus recht, da praktiziert man das. Jedenfalls gibt so, es da sehr, sehr feine Unterschiede, also wie wir gelernt haben. Ich bin eine Frau, ja, und eine Prinzessin. Aber die Frage ist aber, Frau von Sundsvall, warum tragen Sie dann heute diesen Namen weiterhin? Also wahrscheinlich finde ich das gar nicht so spektakulär wie Sie auch. Es gibt, glaube ich, ganz viele Millionen Frauen in Deutschland, die nach ihrer Scheidung ihren Namen behalten haben. Und ich fühle mich da zum Beispiel auch mit unserer Bundeskanzlerin Frau Merkel in bester Gesellschaft, die eine geborene Kassner, eine geschiedene Merkel und eine verheiratete Sauer ist, deren Namen sie nicht trägt. Wir wollen uns mal ein paar Aufnahmen anschauen von Ihnen, ein paar sehr schöne Aufnahmen, die Ihnen so ein bisschen zeigen, wie es in Ihrem Leben zugeht. Wir haben hier einen kleinen Einspieler. Natürlich auch viel unterwegs. Und Sie sind gemeinnützig tätig. Sie sind sehr, sehr engagiert und unterstützen viele Projekte. Ja? Geist ist geil, Promis für Bildung. So heißt die Initiative, die Maya Prinzessin von Hohenzollern gegründet hat. Geist ist geil. Was ist das für eine Initiative? Das ist eine Bildungsinitiative, die ich vor einigen Jahren in Deutschland initiiert habe. Ausgehend davon, dass Geiz auf gar keinen Fall geil sein kann, sondern natürlich Geist. Sie engagieren sich für viele gemeinnützige Initiativen und Einrichtungen. Genau. Und Sie haben ja einen Beruf. Sie sind Unternehmerin, TV-Moderatorin. Inwieweit nützt Ihnen da der Prinzessinnentitel? Spielt das eine Rolle? Also ich muss noch mal sagen, das ist okay. Ein Name. Ist ein Prinzessin-Name. Da sind wir uns aber einig, ne? Cool. Ich bin er sagt nichts mehr. Nicht männlich. Also ich glaube, am Ende des Tages steht man natürlich immer als Person da. Man muss eine Leistung, und das werden Sie ja auch wissen. Sie haben auch einen renommierten Namen, sich als Redakteurin, Journalistin gemacht, aber Sie sitzen ja trotzdem jetzt hier und stellen nicht nur Namen, Shit, Vorlauf hin, sondern Sie müssen natürlich selber moderieren. Also es kommt auf die Leistung an, ja? Es kommt auf die Leistung an. Also ich glaube schon, dass es sehr häufig ein Türöffner sein kann. Aber es muss natürlich dann auch jemand in der Tür stehen, wenn die Tür aufgeht. Wenn da nichts mehr kommt, dann ist es, glaube ich, auch langweilig. Frau Ditfurth, man kennt Sie als Grünpolitikerin, als sehr kämpferische da linke bin ich jetzt seit Politikerin. 91 raus und das ist 18 Jahre her. Ja, genau, das wollten wir jetzt mal hören. Warum legen Sie keinen Wert auf das von? Das hat aber jetzt mit den Grünen nichts zu tun. Nein. Also ich bin, um das einfach mal zu sortieren, ich bin aus dem Grünen raus seit 91 und bin bei der ökologischen Linken und außerparlamentarisch als Linke aktiv. Das ist das eine, aber es hat natürlich einen Zusammenhang, weil als die Zeit kam und ich aufgefordert oder gefragt wurde, in den Familienverband einzutreten, habe ich damals, da war ich glaube ich 18, 19, da bin ich ziemlich gleichzeitig aus der Kirche ausgetreten. Ich war schwer infiziert und bin darüber bis heute dankbar von der APO, der außerparlamentarischen Linken, und habe dann gleich mit einem schmetternden Brief aufgeschrieben, was ich gegen Eliten halt habe und dass ich der sozialen Gleichheit und der Emanzipation mich verpflichtet fühle und deswegen mit so einem Adelsverband nichts zu tun haben will. Es hat dazu geführt, dass alle möglichen Tanten und Großtanten dann später ganz beleidigt immer das Fernsehen ausgemacht haben, wenn ich kam. Weil das tut man ja nicht. Man gehört ja irgendwie dazu. Mhm. Und deswegen muss ich jetzt so lachen. Natürlich behält man so einen Namen nicht wie Herr Müller oder Frau Sohnzu, sondern man hält den Namen, das haben Sie hier so schön, deswegen, weil es kommerziell was bringt. Natürlich nennen Sie sich Prinzessin Hohenzollern, nicht deswegen, weil Sie sich mit der Geschichte der Hohenzollern auseinandersetzen wollen. Das könnten Sie tun, vielleicht hätten Sie Zugang zu Archiven. Das wäre hochspannend, was die zum Faschismus alles beigetragen haben, welche Rolle die da spielten. Großartiges Thema, das oder machen nicht. Sie nicht, sondern eher Parfümerie-Eröffnung und Dessous-Läden und Partys und Lifestyle. Und das ist einfach, warum sagen Sie es nicht offen? Es ist verdammt gut für den Kommerz, weil es eine ganze Menge Leute gibt, die so scharf auf Adel sind, dass sie dann was kaufen, selbst wenn es Schrott ist, nur wenn es von der Adligen verkauft wird. Ist es gut für den Kommerz? Ich bin fast versucht, Sie erst meine Managerin zu engagieren. Nee, also, ich mache nur wichtige Sachen. Ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, also ich verdiene vielleicht einfach nicht mein Geld damit. Das muss man ganz ehrlich sagen, weil ich einfach weder mich noch meinen Namen verkaufe, ich auch keine Adoptionen anbiete oder Ähnliches. Seit 10 Jahren vermarkten Sie sich mit dem Namen. Das kann man in den Archiven nachgucken. Und es ist immer Tamtam.
Und darum geht es. Aber ich finde es ja nicht schlimm. Jeder soll seins machen, wie er will. Aber warum stehen Sie nicht dazu und sagen, ich mache das nur wegen Charity und ich heiße nun zufällig so, weil man früherer Mann sieht? Ist ja alles Quatsch, wissen wir doch beide. Es ist doch heute immer noch so, jede schlecht erzogene Tochter mit mangelnder Bildung aus adligen Familien mit einem pompösen Namen kriegt mindestens irgendwo einen Job als Hoteldame, wo andere dann den Job nicht kriegen, die besser qualifiziert werden, nur weil alle immer so scharf auf den Namen haben sind. Sie denn den Eindruck, dass sich heute Adel besser vermarkten lässt, wie Sie sagen, also dass es eine neue Bedeutung gibt für Adel, dass man einfach besser ankommt, wenn man solche Namen trägt? Und, also ich muss eigentlich sagen, dass ich eine ganz andere Einstellung dazu habe und auch andere Erfahrungswerte dazu habe. Man hat, also zumindest was Deutschland ist, das kann man an dem Beispiel ja auch sehr gut sehen, glaube ich, auch mindestens genauso viele Nachteile. Es gibt auch unheimlich viele Vorbehalte gegen Adel. Und es wäre genauso unehrlich zu sagen, dass das nicht stimmt. Und mein Gott, die einen heiraten halt Herrn Müller, die anderen Herrn Schmidt und ich halt den, so ist es halt im Leben. Und wenn man im Alltag zu tun hat, finde ich, begegnet einem auch sehr viel Neid. Man wird mit anderen Maßstäben bemessen. Wenn man etwas leistet, dann heißt es, ach, naja, kein Wunder, die ist halt, wenn ich Prinzessin wäre, könnte ich das auch. Also es ist auch immer ein, es ist auch wirklich immer ein Ringen. Das stimmt wirklich. Es ist wirklich immer ein Ringen, dass man, also ich würde sagen, das hält sich zumindest, wenn man in Deutschland lebt, absolut die Waage. Und ich muss auch, Frau Dittfurt muss einfach einsehen, wenn ich mich in den Supermarkt stelle und sage, Leute, ich bin eine Prinzessin, haut mal die Taschen voll, da wird mir keiner ein Ei schenken dafür, dass ich eine Prinzessin bin. Gut, aber ich würde gerne wissen, Frau Dittfurt, Sie distanzieren sich jetzt sehr von dem Adel, sind selbst aber ja groß geworden und haben eine durch... Das heißt ja, aber ich kann ja nichts dafür, wo ich geboren bin. Nein, aber ich sage das deshalb, weil ich gerne von Ihnen hören würde, welche Werte Sie in Ihrer Erziehung genossen haben, die Sie heute ablehnen, wo Sie sagen, das passt mir nicht in den Kram, das entspricht nicht meiner Lebensvorstellung. Na, dazu muss man sagen, dass es also meine Eltern... Direkt war eher sowas wie bürgerliche Revolution. Mhm. Die wurden schon von einem Teil der Verwandtschaft dafür geschmäht, dass sie es wagten, Sozialdemokraten, also die Sozen zu wählen. Müssen wir kurz erklären, Ihr Vater war der Wissenschaftsjournalist Heumer von Dittfurt, Ihre Mutter Hellwig von Raven, zu deren Vorfahren, glaube ich, auch der Baron von Münchhausen im Übrigen gehörte. Ja. Stimmt. Mhm. Also Sie sind aber durchaus in sehr traditionell nach adligen Vorstellungen erzogen worden, oder nicht so sehr? Teilweise ja. Also Kind ist dann schon irgendwie, man ist bei den Großeltern und Großeltern heißt dann eben oft irgendwelche Güter, sofern irgendwie Familie teilweise, was ja so war, aus dem Osten vertrieben wurde, aber im Westen gab es noch welche. Und dann ist das so, dann ist man in so einem großen Gutshaus und dann hängt da übrigens bis heute überlebensgroß ausgerechnet Wilhelm II. An der Wand. Und je erwachsener man wird und desto mehr politische Bildung man kriegt, weiß man eben, dass es, ich sag's mal drastisch, wir sind in der Talkshow, haben wenig Zeit, ist ein Schwerverbrecher, was deutsche Geschichte angeht. Der hängt da aber immer noch und dann erschrickt man als kleines Kind lauter finsterer Ahnen außenrum und entsetzliche Tischregeln. Aber ansonsten... Aber ansonsten gibt es eben auch unheimlich viele Kinder und ein weites Feld. Man merkt ja am Anfang nicht unbedingt, dass man nicht gerade mit den Dorfkindern spielen darf, sondern dass es alles Verwandtschaft ist, dass man schön in eigenen Kreisen bleibt. Und natürlich sind dann so Geschichten, also sozusagen bevor ich mein eigenes Leben führte und irgendwie wusste, wo ich politisch hin will und links wurde, sind da Adelsbälle mit zum Teil sehr netten, zum Teil aber auch sehr merkwürdigen Figuren und sind da irgendwelche Burschenschaften. Ich war mal mit 16 mit irgendeinem Typ aus einer Burschenschaft liiert, natürlich ein Adliger, dessen Eltern mich immer anguckten, als ob ich eine Zuchtstute wäre. Und die Rituale in diesen Burschenschaften, und die gibt es ja heute eher wieder blühend, sind wirklich grauenhaft reaktionär. Da geht es nur um Beziehungsgeflechte. Die sind, wenn die besoffen sind, gibt es also einen Judenwitz und Anti-Judenwitz nach dem anderen. Es ist ekelhaft. Und dieses Milieu ist natürlich sehr abgeschottet. Es ist nicht die Boulevardwelt, sozusagen, wo sozusagen der eine Teil des Adels, auf den der andere herabguckt, sondern der eher konservative, zurückgehobene Abend pflegt. Natürlich gibt es da auch nette Sachen bei. Also ja, viele Platz für Kinder wünsche ich allen Kindern. Aber es gibt eine Form von Standesdünkel, es gibt eine Form von Rassismus. Selbstverständlich hat meine Urgroßmutter, die Schwester von dem Münchhausen war, und meine Großmutter haben mir immer gesagt, ich muss
sozusagen standesgemäß heiraten. Bleib in der gleichen Kiste, es geht nur schief. Und Frau von Brühl wird es auch wissen, in dem Moment, wo eine Adlige zum Beispiel einen Bürgerlichen heiratet, das ist anders als wenn ein Adliger eine Bürgerliche heiratet, dann sind in dem berühmten Gotha die Kinder nicht mehr rassereien, sondern stehen unter der Linie. Also sind zwei Menschen zweiter Klasse. Über den Gotha wollen wir gleich noch mal sprechen. Kurze Sätze vielleicht. Ich werfe dem Adel vor, dass er einerseits ursächlich in seiner Geschichte maßgeblich verantwortlich war für den christlichen Antijudaismus, der dann zum Antisemitismus wurde. Und ich werfe dem Adel heute vor, dass er in seinen inneren Zirkeln, da wo er miteinander offen redet, nicht in der Öffentlichkeit wie hier, dass er einen Elitegedanken verfolgt, aus dem sich heute andere in dieser Gesellschaft, konservative Kreise, sozusagen bedienen können, um Ungleichheiten wiederherzustellen. Das sind sehr harsche Vorwürfe, das reicht mir sehr pauschal. Jetzt, Herr Malzahn, wie stehen Sie dazu? Nein, also das ist sehr pauschal. Also wenn ich nur meine Tante nehme, die hier aus Berlin stammt und Schlage die Trommel und fürchten, die sich nicht geschrieben hat, da kann man sehr gut nachlesen, wie engagiert, wie gerade in dieser Zeit, der schwierigen Zeit des Nationalsozialismus, wie man da auch gegenüber den Juden gestanden hat. Das sind Beispiele, natürlich. Ich finde, dass das Ganze ist sowieso Promille, was wir in der Gruppe, in der wir uns bewegen. Das ist richtig. Insofern zieht Ihr Argument da nicht. Ich sage nur Folgendes: Das uns so in die Ecke zu stellen, verwehre ich mich. Das finde ich nicht in Ordnung. Nee. Das ist schnell über den Kamm geschoren. Ach, guck mal, ich finde, Frau Dittmund, dürfen wir... wir würden da gerne noch mal die Antwort weiterhören. Das sind nicht die anderen raus, die Nazis. Aber man muss ganz ehrlich sagen, wenn ich da gerade auch noch mal bei euch einsteigen kann, so viele Menschen, die 20. Juli-Leute, wie viele davon waren adlig? Oder hier insbesondere in Berlin gab es auch die Spezies der Zitenhusaren. Wie viele davon waren nicht bürgerlich, sondern adlig? Der 20. Juli war sehr klein und der Adelsanteil darin war noch kleiner. Und für die paar Schulenburgs und Stauffenbergs gibt es 40 zu viele Mitglieder ihrer Familie, die glühende Faschisten schon vor 33 waren. Aber Sie können doch jetzt nicht allen Adligen unterstellen, dass wir alle Nazis gewesen wären. Das ist ja ungeheuer. Wesentliche einflussreiche Mitglieder dieser Familien waren SA, waren SS, waren Wehrmacht Ostfront, waren dicke Kumpels von Hitler. Auf den Burgen und Schlössern ging das Hakenkreuz bei den Hannoveranern hoch, wenn sozusagen Parteiführung zu Besuch kam. Das wird heute alles zugedeckt. Wir haben Ihre Position, verstanden, Frau von Hohenzollern, aber ich würde gerne Frau von Brühl einbeziehen in das Gespräch. Und nachdem wir das gehört haben, dass es da vehemente Vorbehalte gibt gegen die Adelswelt, die auch dazu führen, dass man sich komplett abgrenzt von dieser Welt, können Sie das nachvollziehen aus Ihrer Sicht? Ja, also ich habe mir natürlich so in meinem Buch Noblesse Oblige so die jüngeren Adligen zur Brust genommen und mir das angeschaut, wie das heute läuft und das auch immer und immer wieder vor diesem vor dem Hintergrund betrachtet, dass es das ja nicht mehr gibt. De facto, seit 1918 gibt es die Adligen nicht mehr. Es gibt sie nicht mehr. Verdammt nochmal, wie kann man noch von Elite sprechen, wenn es sie nicht mehr gibt? Wie kann der Glauben in die eigene Demokratie sein, in unsere Verfassung, in unsere bundesdeutsche Verfassung, wenn man immer wieder sagt, es gibt, sie sind elitär, sind dies, sind das. Ich möchte keinesfalls jetzt Prinzessin von Hohenzollern beipflichten, aber ich muss schon sagen, ich finde es durchaus beeindruckend, dass da so ein kleiner anachronistischer Haufen vor sich hin lebt und sein Ding macht und versucht, irgendwie Familie zu pflegen und Verwandtschaft und sozial zu sein und Verantwortung zu übernehmen, wenn er muss. Aber wenn er nicht muss, hält er sich zurück, weil er genau weiß, wenn er die Nase zu weit raushängt, und es ist nicht zufällig gerade ein Glamour-Press-Fotograf dabei, dann kriegt er einen auf die Nase und schlägt sie sich blutig. Und es gibt sehr, sehr peinliche Momente, wenn man immer zu sagen muss, dass man, wie man heißt und wie lang dieser Name ist und so weiter. Trotzdem hält sich natürlich jeder Adliger bewusst zurück, wenn es irgendwie, wenn sie merken, es geht jetzt also wirklich nur Richtung Yellow Press und Glamour und Klatsch und Tratsch, weil das interessiert die Adligen letztlich auch nicht. Also jedenfalls die, die ich mir da so angeschaut habe. Das ist letztlich ein kleiner, sehr zurückhaltender Kreis. Ich wurde auch immer gefragt, was ist der Tabubruch bei dem Buch? Was ist der Tabubruch? Der Tabubruch ist, dass ich das überhaupt aufgeschrieben habe, weil die Adligen mögen das gar nicht. Kann man sagen, aus den Gründen, die Sie genannt haben.
Aber ich denke, es hat auch einfach damit zu tun, dass sie sich, dass sie wissen, dass es sie nicht mehr gibt. Und dann wollen sie sich auch nicht wichtig machen. Oder es liegt auch daran, dass sie irgendwie oft auf Neid oder auf Missgunst stoßen oder was weiß ich. Lassen Sie uns ein bisschen auch den Zuschauern schildern, worum geht es in diesem Buch. Sie schildern die Welt des Adels sehr im Detail. Also es geht um Kleiderordnung, es geht um Sprache, es geht um Konversation, es geht um Etikette. Alles das, was die Adelswelt prägt, sage ich mal, was Kinder lernen müssen. Es geht um Regeln und Traditionen. Gewohnheiten, Sie selbst sind aus dem Hochadel und Sie sind in dieser adeligen Tradition auch groß geworden. Was war für Sie so eine Sache, die Sie immer furchtbar gestört hat? Gab es etwas, wo Sie gesagt haben, oh Mann, also da beneide ich doch fast die bürgerlichen Kinder oder Jugendlichen, die ganz anders groß werden konnten? Gab es sowas? Ja, ich meine, das ist, da haben wir wahrscheinlich ähnliche Erfahrungen gemacht. Also das ist schon gerade, wenn man so 17, 18, 19 und dann kommt dann so der Familienverband und man muss also irgendwie immer nur gerade sitzen und immer nur zurückhaltend sein und Kinder darf man sehen, aber nicht hören und das ist schon nicht einfach. Und wenn man dann älter wird und man merkt eben einfach, ja, die sind ja echt sehr nett, die Männer, mit denen man da sich so umgibt und so, aber es ist irgendwie nicht so der Kick oder, also ich kann das jetzt nicht an einem Punkt festmachen. Das wäre ein einfaches, wenn man seine Biografie so zurechtzoomen könnte und sagen könnte, da ist was passiert und dann war alles anders. Könnte ich nicht. Aber Sie leben heute in zwei Welten, das ist interessant. Nicht? Sie führen eine Ehe mit einem Bürgerlichen, Sie haben einen Künstler geheiratet, Sie haben zwei kleine Kinder, leben in Berlin in einer Stadtwohnung, habe ich gelesen. Also Etage. Nicht, Etagenadel. Etagenadel. Aber Sie schreiben selbst im Klappentext Ihres Buches, die Wochenenden und die Ferien verbringen Sie auf den Schlössern und Landsitzen der Verwandtschaft. Wie hat man sich das vorzustellen? Da reisen Sie dann und leben ein paar Wochen lang, machen ein Séjour, sagt man, glaube ich. Séjour, genau. Ja? Das ist die richtige, ich merke, Sie haben die Fachausdrücke drauf. Ich habe das alles gelesen. Es gibt da eine ganz lustige Fachsprache, der sich die Adlige auch bedienen und mit der sie untereinander auch Stallgeruch entwickeln und sagen, wir gehören zusammen und wir sind eine Kiste. Ja, das ist halt so, wenn man jetzt irgendwie Verwandtschaft hat, die dummerweise auf dem Schloss wohnt, dann wird man jetzt nicht mal dahin fahren, nur weil die auf dem Schloss wohnen. Aber ich meine, ich habe natürlich genauso viel Verwandtschaft, die genauso wie ich auf der Etage wohnen, mit denen man sich in der Kneipe trifft oder was weiß ich. Es ist einfach interessant, dass das funktioniert. Ja, es funktioniert allen Widrigkeiten zum Trotz. Es funktioniert allen Angriffen zum Trotz. Und man zieht sich halt zurück, wie man das eben tut in Minderheiten. Und man bleibt unter sich. Aber man macht weiter das, was man wichtig und richtig und gut findet. Und das hat mich irgendwie beeindruckt. Inzwischen bin ich Grenzgängerin, muss ich ganz ehrlich sagen. Natürlich, ich bin nicht mehr ganz dort, werde aber wahrscheinlich auch, ich wäre sehr interessant, das mit Ihnen zu sprechen, nie ganz hier sein. Ja. Es ist nicht einfach, aber ich betrachte es trotzdem mit großem Interesse. Ich sehe jetzt, wo ich eigene Kinder erziehen muss, wie schwierig das ist, wie teuer es ist, diesen Lebensstil aufrechtzuerhalten, wie mühsam, organisatorisch mühsam es ist, irgendwie die Verwandten JWD zu besuchen, nur weil sie eben verwandt sind, aber wir wollen ja zusammenhalten, weil wir verwandt sind. Und ich beobachte mit großer Bewunderung die Wiedereinrichter, nicht? Die also wirklich da in den Osten gegangen sind, sie ihr privates Geld da irgendwie in irgendein Schloss oder irgendeine Ruine gesteckt haben und das einfach wieder hergerichtet haben. Ich meine, auch jetzt noch mit viel Mühen. Das ist nicht so, dass sowas sich dann trägt, dass sowas dann läuft. Das ist eine neue Lebensaufgabe, die viele sich da von heute auf morgen übergestülpt haben. Und das hat Herr von Malzahn nämlich getan. Einen Moment noch, würde nicht klappen, wenn das nicht so wäre. Da kann man natürlich drüber denken, wie man will. Aber wenn das nicht so wäre, seit so vielen Jahren, dann wieso sollte Herr von Malzahn das tun? Welche andere würde es machen, wenn nicht die adligen Familien? Wollen wir uns einmal die Geschichte erzählen lassen von Schloss Ulrichshusen? Das haben Sie nämlich wieder aufgebaut. Der Stammsitz Ihrer Familie, Ja, wir waren ja sehr zahlreich hier in Mecklenburg. Ja. Eigentlich, wir haben zwei Hasen im Wappen. Und eigentlich sagt man, es sind Karnickel, weil wir so zahlreich waren. Und eins von vielen Häusern. Das hängt wahrscheinlich zusammen. Eins von vielen Häusern, was ganz kaputt war. Und das eigentlich das älteste Haus der Familie, das habe ich dann zurückgebaut. Und das haben Sie wieder aufgebaut. Ja. Heute ist es ein Hotelbetrieb, ein Kulturbetrieb. Denn dort finden unter anderem dort finden die Festspiele in Mecklenburg-Vorpommern statt, also ein Kulturbetrieb, Kulturmanager sind Sie jetzt eigentlich. Schauen wir uns, hier sehen wir Bilder gerade, da war es noch eine Ruine eben und so sieht es heute aus, glaube ich.
im Sommer ein herrlicher Platz, um dort hin Ausflüge zu machen. Wie lange haben Sie gebraucht, um es wieder aufzubauen? 10 Jahre. 10 Jahre. Hier sieht man Sie mit Ihrer Frau, glaube ich. Ja. Und hier wir haben hier die Scheune wieder hergerichtet. Ja. Im Grunde so wie in Schleswig-Holstein und an anderen Orten. Also raus aus den Konzertsälen, aufs Land, eine Landpartie. Und das ist im Grunde hier in Urichshusen. Mhm. Und wir brauchten natürlich eine Aufmerksamkeit. Bei einer so einer kaputten Ruine ist es natürlich notwendig, dass auch mehrere hingucken. Und wenn man so will, ist es ein Marketing-Element natürlich und ein tolles Erlebnis, dann gleich beim ersten Mal Menuhin als Maestro da zu haben. Und das war der große Anfang, 1994, in einer Umgebung, wo es 80% Arbeitslosigkeit war in dem Ort und Umgebung. Heute haben wir keine Arbeitslosigkeit. Wir haben dort heute Hotel und Restaurant und da kommen Menschen hin. Und es ist Zukunft dort. Und das ist und eine wunderschöne Landschaft. Und Mecklenburg, wer das nicht kennt, Sie haben es. Sie haben ja vorher in Westdeutschland gelebt. Sie waren ein ganz erfolgreicher Manager. Sie waren Geschäftsführer bei Lancaster unter anderem. Und fragt man sich, was aber treibt Sie denn wirklich nun, erstens aufs flache Land zu ziehen? Zweitens, so ein großes Projekt sich vorzunehmen, bei dem man ja auch unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten nicht immer wissen konnte, funktioniert das, was ich mir vorstelle? Und dann sind Sie auch noch als Wessi in den Osten gekommen. Wie war das am Anfang? Und was trieb Sie? Das sind mehrere Fragen jetzt. Mhm. Also erstens ist natürlich eine unternehmerische Aufgabe Nummer eins. Aber das natürlich ist ganz klar, ich bin mit Udmit Strumtid, also Fritz Reuter, und damit mit Mecklenburg groß geworden. Und die Heimat meiner Eltern war hinter dem eisernen Vorhang. Und wenn zu Hause irgendwie zusammenkam, da wurde über die verlorene Heimat gesprochen. Das ist unheimlich prägend. Und das hat mich auch geprägt. Das hat mich sehr beeindruckt. Und wie ich zum ersten Mal dort drüben war, habe ich gedacht, wie kann es sein, dass ich mich so gut auskenne? Das war nur aus Erzählung. Mhm. Da war die Möglichkeit nach 89 und da ging der Funken über. Und natürlich haben wir dann gesagt, irgendwie müssen wir wieder anfangen. Wo? Das war ganz schwierig. Aber Sie haben gesehen, auch aus Ruinen kann man wieder was werden. Nun stimmt das Bild, das man vielleicht vermittelt bekommt, nicht immer mit der Realität überein. Frau Ditford, Sie haben, glaube ich, auch mal eine Situation gehabt, wo Sie als junges Mädchen mit Eltern und Großeltern, glaube ich, in den Osten gereist sind, um sich ehemalige... Nee, ich durfte nie in die DDR. Ja? Also in meiner Akte bei der Bürgerbehörde steht irgendwie drin, was man mir immer sagen soll. Mhm. Früher durfte ich nicht rein, weil die Familie so viel Güter im Osten und so viel Schlösser in Thüringen und Vorpommern und sonst wo hatte. Und später durfte ich nicht rein, weil ich die falsche Art von Linken war und der SED nicht gefiel. Also ziemlich lustig in meinem Leben. Gab es mal eine Situation? Und dann starb mein Vater 89 und dann habe ich meiner Mutter leichtsinnigerweise versprochen, sie wollte gern, dass ich mit ihr zu den Städten ihrer Kindheit reise. Das macht man ja seiner Mutter gern zu gefallen. Das Problem ist nur, wenn es sich dabei um feudale Sitze handelt, dann ist man als Linke in einer ziemlichen Zwickmühle. Ich also immer ein paar Schritte her und habe gesagt, okay, ich betrachte das jetzt als Schriftstellerin, diese merkwürdige Reise durch Thüringen. Was war denn merkwürdig daran? Erst nach Langorla, Schloss Langorla, man kommt in so ein Dorf. Die Leute sind reizend, haben merkwürdige Erwartungen und eine romantische Erinnerung an die Vergangenheit vor 45, was die Familie, wie es dann heißt, angeblich alles getan und nicht getan hat. Das Böse ist alles vergessen, die ganzen feudalen Verbrechen. Und man kommt dahin und dann passiert, ich weiß. Und dann, wir streiten nochmal extra, länger als hier. Und dann kommt man in so einen Ort und dann kommt eine alte Frau auf die Mutter zu und sagt, wir waren doch früher zusammen in der Volksschule, bis dahin kann das jedem passieren. Und dann sagt sie, kommt mal mit und man geht in die Dorfkirche. Und was befindet sich im Speicher? Das Schloss ist zwar mal abgerissen und geplündert worden, sodass man in bestimmte Wohnungen in dem Dorf nicht darf, weil da Rokokokommoden stehen, die in Bauernhaus nicht passen. Wir haben immer gesagt, wir wollen nichts zurück, wir wollen nur Leute besuchen. Und dann sind wir da oben in diesem Speicher und plötzlich stand ich vor 18 großen Gemälden meiner Vorfahren. Die waren nämlich beim Plündern ordentlich weggestellt worden nach dem Motto, die Bilder gehören der Familie. Da standen die seit 1949. Und das ist natürlich eine Sache, die man nicht unbedingt immer erlebt, wenn man mit seiner Mutter einen Besuch in Thüringen macht.
So, und so Sachen sind halt öfters passiert. Mhm. Also konnte ich da nur, ich konnte es für mich nur aufarbeiten, diesen Widerspruch und Zwiespalt, indem ich angefangen habe, darüber zu schreiben. Frau von Brühl, Sie sind ja nach Dresden gezogen, als junges Mädchen, glaube ich, nicht? Und haben, oder junge Frau, haben dort schon gearbeitet für die Sächsische Zeitung, wenn ich das richtig gelesen habe. Ja, genau. Da waren Sie, sind freie Journalistin, müssen wir noch dazu sagen. Sie hatten vorher für die Zeit gearbeitet, kamen also aus dem Westen nach Dresden, als Adlige noch dazu, fingen dann an bei der Sächsischen Zeitung. Wie sind Sie da aufgenommen worden? Das war ganz unterschiedlich. Als Westdeutsche wird man natürlich erstmal sehr kritisch beäugt. Und da habe ich aber sofort natürlich das Ostgehalt akzeptiert. Also ich kam gar nicht auf die Idee, mehr zu verlangen. Aber jedenfalls war das irgendwie für die alle da ein absolutes Novum. Wow, die arbeitet also für genauso viel Geld wie ich. Ich meine, ich habe ja, es war ja eh nicht viel. Aber jedenfalls, ich habe darüber gar nicht nachgedacht. Ich meine, es ging ja darum, dass ich meine Miete zahle im Osten. Ja, warum soll ich mir dann irgendwie was anderes... Und dann gab es natürlich auch immer so ein bisschen Berührungsängste, aber die kennt man als Adliger, wohin man kommt, gibt es da irgendwie oft Probleme. Wie äußert sich das? In welcher Form? Ja, wie soll man die ansprechen und wie sieht es denn bei Ihnen zu Hause aus? Und Sie haben gerade gesagt Mietwohnung, also Sie haben da keineswegs feudal gelebt genau. In Dresden? Ja, und können Sie denn überhaupt feuern? Ich sage natürlich, ich habe jetzt feuern gelernt, ich muss jetzt feuern, habe einen Kohleofen, dann muss man es auch können. Und wie kommen Sie denn immer zur Arbeit mit dem Chauffeur? Nee, ich fahre mit dem Fahrrad und also das war alles immer so ein bisschen komisch, ja. Und dann gab es aber auch mal wieder so Momente in der Kantine, ja, da habe ich also Salat gegessen und Wasser getrunken. Ja, die Wessis, die essen immer nur Salat. Und also ich hatte so mit allem zu kämpfen, was es zu kämpfen gibt. Aber die hatten ja auch mit viel zu kämpfen. Also ich meine, da war noch der weiße Fleck an der Wand, wo irgendwie Honecker gehangen hat. Und dann hat man da irgendwie so ein Kohlbild hingehängt und das passte da nicht so richtig hin. Und die mussten auf einmal kritische Kommentare schreiben, nachdem sie jahrelang alles von Berlin dirigiert und diktiert bekommen haben. Das war auch nicht leicht. Also wir hatten da alle so unsere Probleme und ich denke, das war einfach auch so ein Land im Aufbruch. Das war wahnsinnig spannend. Es war total interessant. Jeder Einzelne war eine Geschichte, jeder Einzelne war ein Buch. Ja. Und die Zeit möchte ich nicht missen. Frau von Hohenzollern, Sie sind in der ehemaligen DDR ja groß geworden, 82 in den Westen gekommen, glaube ich. Wie haben Sie damals den Umgang mit den Adligen erlebt in der DDR? Also es war nicht besonders schick, im Osten adelig zu sein. Und die meisten Familien haben diese Namen eigentlich nicht getragen und nicht benutzt. Und man hat also wirklich versucht, das zu vertuschen, geheim zu halten. Also ich kenne eigentlich keinen, der das irgendwie mit Stolz vorangetragen hätte, weil es einem einfach nur Repressalien eingebracht hat. Wie im Übrigen ja auch viele andere Dinge in der ehemaligen DDR. Also meine Erfahrung, wie gesagt, ich bin... wie bitte? Der Moderator von dieser Nachrichtensendung, der war doch Adel. Aden und Schlitzner in meiner Wohnung. Und die anderen waren, die erinnern, wenn sie nicht geflohen wären, wären sie in Fünf Eichen in Neubrandenburg oder in einem Lager in Russland umgekommen. Wir müssen ganz einfach die Sachen beim Namen nennen. Also flüchten, das war das Hauptthema 45, sonst warst du tot. Ja. Also insofern waren die gar nicht mehr da. Ja. Es gab nicht viele und wen es gab, der durfte praktisch seinen Namen nicht nennen oder der genau. war wirklich also man wurde immer versteckt. Als Großjunker, als ich weiß nicht was bestimmt, also es war auf jeden Fall... ja, und haben Sie solche Ressentiments noch gespürt, als Sie dann nach Mecklenburg kamen? Also erstmal ist es immer so, egal im Westen wie im Osten, so wie du hineinschreist in den Wald, du schaltest zurück. Das ist doch ganz klar. Und das Thema Juncker, wie Sie gerade hier sagen, ist ja ein Begriff aus einer noch älteren Zeit. Und dieser Begriff ist also aus Bismarcks Zeiten, aus der kommunistischen Ecke kommt, um stigmatisieren zu müssen eine bestimmte Gruppe. Und ich denke, das war hier bei uns im Westen genauso wie im Osten, wenn es im Osten überhaupt noch das gab, wie ich schon gesagt habe. Aber wie wir ankamen, das ging ganz schnell. Da war ganz schnell das Band gebrochen. Und solange man mit anpackt und zupackt, wird man sehr schnell mit Vornamen genannt und man ist mittendrin.
Man muss aber auch sagen, dass diese Familien, der Kreis der Wiedereinrichter, über die ich, glaube ich, auch damals 15 Familien für die Welt am Sonntag porträtiert und besucht habe, gerade hier in Berlin und Brandenburg, dass das unheimlich spannend war, diesen Annäherungsprozess Ost-West unmittelbar nach der Wende zu erleben. Nämlich genau, dass diese Familien zurückkamen, einen Schrotthaufen wieder zurückkaufen mussten, der ihnen eigentlich gehörte, der ihnen zuvor mehrfach enteignet worden war. Und die wirklich so viel Kultur zurückgebracht haben, die mit einer Leidenschaft und einem beseelt hat, diese Tradition der Familie zu bewahren, diese Schlösser wieder aufgebaut haben, Kulturgüter, wichtige Kulturgüter zurückgebracht haben, erhalten haben und wo die Familien zum Teil erst mit großem Misstrauen betrachtet wurden und später haben die Leute gesehen, ist doch ganz nett. Also da können Ihnen sicherlich von der Hagens, von Oppens, Ribbecks und von Hardenbergs und so weiter ganz viele ähnliche Geschichten erzählen, Frau von Brühl. Vorsicht, ganz vorsichtig. Also da muss ich auch noch mal wiederholen, wie man in den Wald reinruft, so wird man auch empfangen. Also da gibt es natürlich auch ganz schlimme Beispiele und negative und schreckliche Momente. Und ich war sehr froh, dass ich nie offiziell befragt wurde, was ich eigentlich davon halte, ob das Adlige eigentlich das zurückkaufen müssen, was sie da verloren haben. Das war eine schwierige Gruppe, oder? Die Leute, die sich dafür stark gemacht haben unter den Adligen, das ist alles irgendwie, und das ist ein schwieriges Thema. Was Sie jetzt machen, Talkshow nicht beenden. Aber ich sage Ihnen gleich, Eigentum ist zweimal gebrochen worden in den letzten 60 Jahren und das zweite Mal ist aber ganz... Aber wo kommt das Eigentum denn her? Lassen Sie mich mal... nach 89 ist ohne Frage hier etwas sehr in Schieflage geraten, das Eigentum anbelangt. Und was damit als Folge ist, ist Folgendes passiert. Damit ist natürlich auch die kulturelle Komponente zerstört worden, denn in einem Dorf war immer das Haupthaus, Strich Schloss oder Herrenhaus, immer kultureller Mittelpunkt. Ja. Und dieses Haus wurde immer über Jahrhunderte von landwirtschaftlichen Erträgen erhalten, vielleicht nicht unbedingt gebaut, weil da eine Erbschaft vielleicht war. Aber nach 89 hat man Land von Kulturgut getrennt. Und das finde ich eine kulturelle Schweinerei. Ja, gut, aber das ist etwas, was man häufig hört. Der Adel, Frau Dittfurth, als Träger von Werten, von Bildung, von Tugenden, die dann irgendwann die Bürgerlichen auch übernommen haben. Tugenden. Ist das so? Also das ist nur zwei, weil es wäre schön, wenn man das mal wirklich richtig ausführlich diskutiert. Ja. Dann hätten wir auch untereinander noch mehr Differenzierung. Sagen Sie mal was dazu. Sehr spannend. Aber nur zwei kurze Sachen. Bitte. Das eine ist, ich bin neben verschiedenen Berufen Soziologin, auch Kunsthistorikerin und war in verschiedenen Museen in Thüringen, einfach weil ich mich für bestimmte Zeitabschnitte interessierte, wissenschaftlich und publizistisch. Und kam sehr oft in den späten 90ern in bestimmte Museen, wo Sachen fehlten, von deren Existenz ich gewusst habe. Und immer wenn ich nachfragte, die netten Museumswärter, wo die Sachen geblieben waren, dann hatten irgendwelche Cousinen oder Cousins zweiten Grades von mir, die gerade mitgenommen, weil sie Eigentumsrechte und weil die mobilen Sachen ja genommen werden durften, ohne Rückkauf. Das heißt, es wurden Museen auch regelrecht geplündert. Das Zweite ist, gehen wir noch ein bisschen Schritt weiter zurück in Geschichte, dann wird das alles etwas relativiert. Es gab mal sowas im Mittelalter wie eine Allmende, wo das Land allen gehörte. Und wir können es im Detail nicht darüber reden, aber es war dann so, dass bestimmte Familien sich Vorteile verschafft haben, sich Land angeeignet haben, zu Großgrundbesitzern wurden, dass sich in diesen ganzen Dörfern, ob in Brandenburg, in Thüringen, in Vorpommern, in Preußen, sonst wo, natürlich von wegen, die Kultur ist im Schloss. Die soziale Hierarchie bildet sich so ab. Meine Großmutter hat noch vor ihrem Tod davon geredet, von unseren Polen. Und wenn die Landarbeiter krank waren, kriegten sie mal eine Suppe gebracht. Aber der vom Schlossherrn bezahlte Dorfschullehrer achtete streng drauf, dass die Bauernkinder nicht mehr als 2 Jahre in die Schule gingen, weil dann hätten sie mehr können als nur schreiben und rechnen. Die Hierarchie wurde aufrechterhalten. Es gibt nach den 30-jährigen Krieg gibt's eine wunderschöne Szene für einen Ort meiner Familie, Groß Luko, um neben Langeolle auch Groß Luko zu erwähnen. Ein ganz zauberhafter Ort und eine wunderschöne Landschaft. Dahin ist meine Mutter zurückgegangen für 10 Jahre. Jetzt ist sie da wieder weg aus Altersgründen. So. Und in diesem Ort muss man sich vorstellen, nach dem 30-jährigen Krieg waren so viele Menschen tot, dass ich in diesem Dorf, und da war die Familie schon hunderte von Jahren gewesen, meine Ravens, ja, dass sich 2 Leute gegenüberstanden. Ein übrig gebliebener überlebender Bauer
und einer aus der Familie. Und ich frage mich immer, warum hat der Bauer den anderen nicht totgeschlagen? Hätte er endlich die Feudalherrschaft vom Malz gehabt? Nein, die haben wieder genau da angefangen, wo sie aufgehört hat. Also, und die ganze Sache ist so ein schneller, Ritt durch die Geschichte. Aber das nennt man Talkshow, ehrlich gesagt, wir können das mal Nein, lassen Sie es uns, auf die heute Zeit beziehen. Lassen Sie uns versuchen, Frau Ditfurth, auch wirklich dabei zu bleiben, zu diskutieren, welche Bedeutung hat der Adel heute für uns, für diese Gesellschaft. Und in dem Zusammenhang würde ich gerne darüber reden, wie versteht sich der Adel denn heute? Welche Rolle spielt er in dieser Gesellschaft? Sie haben geschildert, dass Sie es auch als eine Form von Berufung, wenn ich Sie richtig verstanden habe, begriffen haben, an die Wurzeln der Familien zurückzukehren. Also wie versteht sich der Adel, wie jeder andere Mensch erstmal auch, als Mitglied einer bürgerlichen Gesellschaft? Punkt. Mhm. Wenn nicht, so schwierig. Sonst ganz schön schwierig. Weil diese Gesellschaft... Sonst doll schwierig. Bin ich auch. Nummer eins. Also mit einem großen Nagel im Kopf und die Nase hoch, brahmanenhaft durch Deutschland zu marschieren, wäre schlecht. Dann nicken also, alle. Ganz, ganz ungeschickt. Okay, und auch ungeschickt. Ja. Also da sind wir ja einer Meinung, ja. Aber in vielen sind wir, überzeichnen ja. Sie die Geschichte, weiß Gott. In und da würde ich gerne Zeit. Mit Ihnen in einer anderen Sendung gerne dabei sein. Aber genau. Das und auch von der Historie bis zur Kunstgeschichte etc. Wie dem auch sei, wie versteht er sich? Ich hoffe, dass die Elemente weiter tragend sind, eine soziale und gesellschaftspolitische Verantwortung. Und ich glaube, die steckt, wenn wir von der Gruppe Adel sprechen, da im Adel noch ziemlich stark drin. Wenn Sie nur alleine die Leute nehmen, die im, zum Beispiel im Roten Kreuz, Johanniter, Malteser etc. sozial... Das war in Hessen der mit den jüdischen Vermächtnissen. Wie bitte? Sie erinnern sich. Der Prinz Wittgenstein war es. Okay, lassen Sie uns mal dabei wissen Sie, kurz bleiben. Schwarze Schafe gibt es in Ihrer Familie, in meiner Familie und in jeder anderen Mehrheit. Familie. Und das finde ich nicht der Fall. Also Mehrheit und so, das ist alles so Schwarzmalerei und Weiß, das ist mir zu einfach. Ich finde viel wichtiger, dass wir, und gerade in dieser heutigen Zeit, wo wir wirklich deutliche Schwierigkeiten haben, wirtschaftliche und die Wolken stehen im Augenblick nicht so ganz günstig und die Sterne wirtschaftlich insgesamt. Da glaube ich, ist es notwendig, dass wir uns sehr wohl darüber unterhalten müssen, über soziale und gesellschaftspolitische Verantwortung. Und zweitens, und zwar egal, ob adelig oder nicht adelig, und dass man vielleicht auch vorlebt und zeigt, wie es vielleicht ganz gut sein kann. Und dass Unmögliches auch möglich ist. Und das haben wir versucht, in bestimmten, in einer Nuance in Mecklenburg zu machen, an einem bestimmten Objekt. Und das wäre ja anachronistisch, wenn man so ein Haus, wie wir das, meine Frau und ich das aufgebaut haben, mit den Menschen aus dem Dorf, mit den Menschen aus dem Land Mecklenburg, unserer Heimat, dann ist das eine Sache, wenn Sie das machen, verbindet das die Menschen. Mhm. Und das ist ein gutes Vorbild, glaube ich, ein gutes Vorbild oder ein gutes Bild für Mecklenburg, ein guter Beitrag für Mecklenburg und für die Gemeinschaft. Frau von Brühl. Jetzt haben wir erlebt, dass der neue Bundeswirtschaftsminister zu Guttenberg für Aufregung in den Medien sorgte. Ich überspitze etwas damit, dass er einen Adelstitel trägt. Es wurde darüber geschrieben oder gefragt, ob der Adel jetzt an die Macht zurückkehrt, ob man da Befürchtungen haben müsse. Einerseits, andererseits hielt man ihm seine guten Manieren zugute, was ich bemerkenswert finde, dass das sozusagen zum Thema gemacht wurde und dass er eben sehr viel Bildung mitbringt und so weiter. Zeigt das, dass der Adel heutzutage einfach wieder eine neue, eine wichtigere Bedeutung für die Gesellschaft bekommt? Das glaube ich nicht. Nein? Nein. Also ich meine, es gibt dann so Einzelfälle. Ich meine, der Mann ist für 7 Monate, ist er da eingesetzt. Er macht seinen Job gut und ich denke, jetzt muss man einfach auch da mal gucken, wie gut er ihn macht.
Aber es ist natürlich fantastisch, dass es einer ist, der gute Manieren hat. Es ist toll, wenn die Journalisten schreiben, er hätte die Fototasche vom Sternreporter rauf ins Büro getragen. Das ist bei den Adligen tatsächlich selbstverständlich. Mit wie viel Leid das manchmal erkauft ist, das habe ich ja in meinem Buch beschrieben. Aber das ist bei denen selbstverständlich. Die haben eine gewisse Haltung und da liegen halt Ressourcen brach. Und Frau Merkel hat gewusst, da ist was und hat sie zugegriffen. Trotzdem wird natürlich so ein Mann oft noch viel mehr als andere daran gemessen, was er jetzt leistet als Wirtschaftsminister. Und man wird sehen, wie er es schafft. Was ist denn eine standesgemäße Lebensweise? Das wollen wir doch noch hören. Sie haben das ausführlich in diesem Buch geschrieben. Vielleicht nehmen wir mal das Beispiel, was ich sehr schön finde. Zu den Höhepunkten des gesellschaftlichen Lebens, schreiben Sie, gehören sehr viele Feste und Bälle, was man eigentlich nicht so vermutet. Aber es werden sehr, sehr viele Bälle bei Ihnen gefeiert. Absolut. Ja? Die Adligen sind also in der Lage, wahnsinnig schöne und gute und viele und herrliche Feste zu feiern. Da werden einerseits keine Kosten, vor allem keine Mühen gescheut. Also jeder nimmt die große Entfernung auf sich, die damit verbunden ist. Denn ein Schloss ist meistens nicht next door, sondern irgendwo ganz weit in so einem kleinen Dorf. Und man muss weit fahren. Und dann braucht man auch natürlich eine Übernachtung. Weil es wird zwar die ganze Nacht getanzt, aber irgendwann wird man doch ein paar Stunden schlafen wollen. Dann braucht man ein anständiges Kleid und so weiter. Gucken wir uns mal ein paar Bilder dazu an. Wir haben hier Aufnahmen vom jährlichen Karlsbader Ballwochenende. 93, hier. Die Idee zum jetzigen Karlsbader Ballwochenende. Krönender Abschluss des Frühlingsfestes ist ein Maskenball im Kaiserbad. So, und nun, meine Damen und Herren, folgen Sie mir unauffällig. Ich zeige Ihnen einen wunderschönen Ball in Karlsbad. Das Karlsbader Wochenende ist auch ein Heiratsmarkt. 20 Ehen wurden hier in den letzten Jahren gestiftet. Ja, ist das nicht wunderschön hier? Adel verpflichtet eben, auch zur standesgemäßen Heirat. Selbst wenn man sich noch so locker gibt, ist doch dafür gesorgt, dass der Adel nicht ausstirbt. Also, Sie haben sich ein bisschen amüsiert jetzt über diese Aufnahmen. Aber stimmt es? Solche Bälle sind ein großer Heiratsmarkt und man findet dort den Traumpartner, ja? Man sollte vielleicht sich bemühen, da den Traumpartner zu finden. Aber wenn man ihn nicht findet, dann nicht. Aber das ist wiederum auch so eine Sache, wenn Sie das hier schon hier mit dem Fernsehen verfolgen konnten, dann können Sie auch wissen, das ist kein echter Ball, wie ich ihn da beschrieben habe. Da gibt es niemanden. Das ist ganz streng geheim. Da darf natürlich niemand zuschauen. Sind alle unter sich und nicht etwa deswegen, weil sie irgendwie sich absondern wollen oder besonders elitär gebären wollen, sondern weil sie einfach merken, dass wenn andere dabei sind, können sie ja nicht so reden wie sonst und sich nicht so benehmen wie sonst. Und naja, vielleicht hat das aber auch die Komponente. Aber Sie schreiben auch, dass es natürlich nicht ganz richtig ist, wenn Sie sagen, dass es heute noch ein Thema wäre, dass man absolut standesgemäß heiratet. Ich denke, aktuelle Beispiele wie in Norwegen, in Dänemark, in Schweden oder auch in Holland zeigen, dass durchaus auch regierende konstitutionelle Monarchien von diesem altmodischen Bild durchaus abgewichen sind und das durch aktuelle adelige und bürgerliche Hochzeiten widerlegt haben. Also ich habe kein Buch über die Royals geschrieben, wohlgemerkt. Ich habe ein Buch geschrieben über die ganz normalen Adligen in Deutschland. Die ganz normalen, die nicht reich sind, die nicht mit dem Chauffeur zur Arbeit fahren, die teilweise in der Etage wohnen und trotzdem solche Feste feiern, trotzdem wieder ein Richter geworden sind, trotzdem. Nicht diese Royals, die schicken, die ja übrigens auch angegriffen werden dafür, dass sie das tun. Es ist nicht so, dass sie das alle fantastisch finden. Und hier dieser Fitnesstrainer, der musste doch extra einen Namen bekommen und durfte auch lange, musste auf dem Gelände da wohnen. Ja, genau. Also gut geht's der Dame damit nicht. Aber das ist auch nicht das, was mich wirklich interessiert. Also was mich interessiert, ist eben diese Kultur, die da gepflegt wird. Darf ich daraus mal kurz zitieren? Da schreiben Sie nämlich ganz schön, wie das aussieht mit den Kriterien, die zugrunde gelegt werden für den Ehepartner, ja, für die Wahl des richtigen Partners. Schön wäre es, wenn die Eltern nicht geschieden wären und möglichst nicht so nahe verwandt, wenn der Vater berufstätig und das Zuhause vielleicht ein hübscher Ort wäre, vielleicht sogar ein kleines Schlösschen. Sehr schön wäre es zudem, wenn das Gebetbuch stimmen und die Auserwählte von derselben Konfession wäre und so weiter. Alles andere hat überhaupt keinen Sinn, alles andere ist streng verboten oder zumindest wird es nicht gerne gesehen. Also das ist jetzt natürlich ein bisschen ironisch geschrieben, aber die Regeln sind schon sehr, sehr streng und Sie haben sie eigentlich durchbrochen, indem Sie einen Bürgerlichen geheiratet haben. Ja, ich habe alles falsch gemacht. Aber man kann natürlich auch bei dieser
in dieser Gesellschaftsgruppe leicht etwas falsch machen. Ja. Aber noch schlimmer wäre doch, wenn du ein Juden oder ein Afrikaner oder ein Muslim geil. In den Satzungen steht das ja zum Teil noch drin. Ja, in den Satzungen der Häuser steht bis heute stehen noch Empfehlungen drin, dass darauf zu achten ist, dass die Kinder sozusagen die Richtigen heiraten, was Farbe, Religion, Hausrecht. So, jetzt haben wir noch mal eine Sache, die kam schon zur Sprache und die möchte ich unbedingt noch zeigen heute, weil ich sicher bin, dass viele Zuschauer das, was Sie, glaube ich, zu Hause auf dem Nachttisch liegen haben oder zumindest im Wohnzimmerschrank stehen haben und am Kopfkissen, das ist nämlich dieses wunderbare Buch, das ist der Gotha. Das ist ein kleines Büchlein, das genealogische Handbuch des Adels. Und dies ist nämlich nur ein Exemplar von etwa 120 Bänden, die es gibt. Dies ist das gräfliche Exemplar, das Sie uns freundlicherweise mitgebracht haben, Frau von Brühl. Sie kennen es aber auch. Was ist die Bedeutung? Warum spielt das eine wirklich wichtige Rolle für Sie? Wissen Sie, das ist eine Genealogie. Das heißt, die Geschichte einer Familie wird da aufgeschrieben. Vater, Sohn, Großvater etc. Und das ist tendenziell ganz spannend. Und ich will Ihnen eins sagen, wenn Sie in Mecklenburg sind, zum Beispiel, weil ich da bin, ist es, wenn ich da einen Stein umdrehe und plötzlich feststelle, dass ein Vorfahrer von mir da auch schon gesessen hat, dann ist es ganz spannend. Dann war mir gar nicht klar, dass also irgendwie der in der Kirche oder in irgendwas da gemacht hat mit irgendwelchen Leuten. Und wenn ich dann zufällig dann in so ein Buch reingucke und sage, hör mal, hey, wie war der eigentlich mit mir verwandt? Wie tickt das eigentlich hier? Das ist ganz spannend. Und da unterscheiden wir uns ohne Frage. Es gibt ja nicht nur für den Adel, es gibt auch für Bürgerliche, um es mal ganz einfach zu sagen. Das ist also nichts Besonderes. Es ist eine interessante Institution, die sich hier gefunden hat. Da zahlt man nicht nur dafür, sondern auch für den sogenannten, für diese Institution auch Geld. Meine, wenn man dieses Buch unterstützt, unterstützt man eine Forschung. Und ich kann tausend andere Forschungen unterstützen, und das finde ich auch nicht ganz uninteressant, wie diese eine oder der andere sich, die eine oder andere Familie sich entwickelt hat. Aber, zum Beispiel die Ravens, wo die gesessen haben, wie die sich weiterentwickelt haben. Nicht erraten, wo wir alles verwandt sind. Das ist doch sowieso so. Ich finde das ganz spannend. Frau Dillkurt, Sie haben wir gesagt. Ist Ihnen da was durchgerutscht? Sie haben gerade wir gesagt. Na? Nee, wir beiden, er und ich. Ach, Sie beide. Ja, das ist aber einfach so, das ist so. Ist so. Ja. Die Dinge, die hier reinhalten, man muss auch gut, gucken. Aber ich will eine ganz kurz. Einer hat Genealogie betrieben und hat dann geforscht und dann hat er gesagt, eines Tages einen Fax geschickt an den Vater und gesagt, wir sind tatsächlich mit Karl dem Großen verwandt. Das sagen alle. Und ich will Ihnen was sagen, jeder kann das sagen. Ja, weil er erstens so viele Kinder hatte und wenn Sie das alles durchrechnen, dann ist Sie und ich, wir sind verwandt und sind mit Karl dem Großen verwandt. Ja, aber was noch lustiger ist, insofern, nur die einen haben es aufgeschrieben, andere nicht aufgeschrieben. Aber die Geschichte aller Menschen ist gleich. Ja, ist also. Nur die Geschichte der einen wurde aufgeschrieben und die der anderen komischerweise nicht. Und letztendlich, wo ist der erste Mensch her? In Äthiopien. Also bitte, das finde ich eine ziemlich interessante, lange Geschichte. Also diese Banalität kann. Ja, aber sie kann nicht oft genug gesagt werden. Weil die einen gucken dahin, oh, die Familien sind so alt. Und da kann ich nur sagen, guck, du nichtadliger Mensch, guck in deinen Spiegel. Mhm. Deine Familie ist genauso alt wie jede andere. Weil es aber so Sie haben ganz interessant mit den Bildern gesprochen. Ja. Sie haben sogar ein Buch geschrieben über einst in ihrer Vorfahren. Ja, und ich habe meine Urgroßmutter in die Pariser Kommune versetzt. Das ist doch ganz interessant. Ich sitze in einem Haus, wo mein Urgroßvater residiert hat. Was? Gut, diese langen, langen verwandtschaftlichen Verbindungen, ja, die werden heutzutage aber auch genutzt, Frau von Hohenzollern. Netzwerke ist da ein ganz wichtiges Stichwort. Also Adlige, das beschreiben Sie auch in Ihrem Buch so wunderbar, Frau von Brühl, Adlige sind unglaublich gut vernetzt in der ganzen Welt. Wohin man kommt, trifft man andere Adlige. Man kennt sich irgendwie von früher, auch bei Ihnen hat sich gleich so ein Gemeinschaftsgefühl hergestellt über Verwandtschaft. Ja, was verraten, aha. Deswegen wusste ich das. Naja. Sie erst recht. Sie haben die ganze Familie. Ich wusste gar nicht. Ja. Sie haben mir doch den Motor schon aufgeklagt. Ja. Nicht aufgelegt. Fröse, mündlich. Spannend, okay. War ganz schön erschrocken. Erzählen Sie mal, Frau von Brühl. Moment. Mecklenburger Schlitzohr. Nee, überhaupt nicht. Das Spannende ist, dass die Netzwerke eben
nicht in die Breite nur gehen zwischen lebenden Menschen, sondern eben auch bis in sehr, sehr lange Vorzeit horizontal. Und ich finde es lustig, wenn man sich wirklich da sozusagen seine Urahnen befragt, bevor man irgendwie ein Haus kauft oder einen Ort verlässt. Oder das ist einfach interessant. Das haben andere Leute nicht. Aber ist es wirklich nur einfach ein Spaß, sondern es wird doch auch genutzt? Also bei der Berufswahl, bei der Ausbildung der Kinder. Schickt man seine Töchter, Sie haben es auch beschrieben, als Au-pair-Mädchen irgendwo hin ins Ausland, guckt man natürlich erstmal, kennt man da nicht irgendjemanden, kann die Tochter nicht dort wohnen, ist sie gut aufgehoben dort und so weiter. Nicht? Also das wird durchaus auch wirklich genutzt. Also man muss auch ganz klar sagen, dass es halt nicht immer nur lustig ist und dass es halt Leute gibt, die tatsächlich damit auch noch ernsthafte Dinge verbinden und auch Werte, auch wenn das vielleicht da drüben bei den Herrschaften nicht der Fall ist. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel nach Thailand reise und ich mich dort seit vielen Jahren für Waisenkinder einsetze und ich dort einfach, weil das politisch dort auch sehr wichtig ist, die Protektion und die Unterstützung der dortigen königlichen Familie dafür habe, dann ist das für mich etwas sehr Wichtiges. Es ist überhaupt nicht lustig, solchen Schicksalen und solchen Menschen und solchen Kindern zu begegnen. Und ich empfinde, es ist ein Privileg, dass ich diesen Menschen helfen kann. Und ich finde es sehr legitim, dafür auch meinen Namen einzusetzen. Mhm. Ist das von und zu, Frau Ditfurth, ein Türöffner, den Sie ganz legitim finden oder eher? Nein, es ist einfach eine Form. Es gibt ja viele Formen, aber ich finde es eine Form von Korruption, weil es auf etwas beruht, was nichts wert ist. Es ist einfach sozusagen ein großer Bluff. Es gibt keinen Adel, es wird geblufft und viele Leute fallen drauf rein. Da kann man sich fragen, sind die Blöffen raffinierter als die Dusseln, die drauf reinfallen? Aber die Frage halte ich für noch nicht beantwortet. Aber ich will einfach nur, was ich Ihnen empfehlen würde, es gibt ein wunderbares Buch von einem Historiker aus Berlin, der heißt Stefan Malinowski und das heißt Vom König zum Führer und ist eines der besten ausführlichen, differenzierten Arbeiten zur Geschichte des Adels, auch der Hohenzollern. Aber ganz ehrlich, wenn man, wie in meinem Leben das vielleicht vorkommt, eine Mail bekommt oder einen Anruf von einem Kind oder dessen Eltern, was todkrank ist, 5 Jahre alt ist, und dieses Kind wünscht sich, bevor es stirbt, einmal eine Prinzessin zu treffen. Und dann gehen Sie ist man dann verrückt? Die Hand auf, oder ist man dann verrückt? Nein, aber was... Entschuldigen Sie mal bitte, Sie wissen überhaupt nicht, was es für dieses Kind bedeutet, das erfüllt zu bekommen. Und dass man das macht, dass Sie das nicht machen würden und dass Sie ein 5-jähriges Kind bestimmt nicht fragen möchte, dass Sie sie nochmal kennenlernen, bevor es stirbt, das kann ich mir gut vorstellen. Benutzen Sie jetzt das Kind, das finde ich ziemlich übel. Nein, das ist einfach das, was in meinem Leben vorkommt, dass das in Ihrem nicht vorkommt. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Dass Sie nicht in den Kindergarten gehen und dass Sie sich nicht für irgendwas engagieren, das kann ich mir auch gut vorstellen. Ja. Gut, okay, wir haben jetzt verschiedene Bilder aufgezeigt bekommen, wie sich der Adel versteht, wie er fremd wahrgenommen wird. Ich würde gerne zum Schluss noch mal eine Frage an Sie alle stellen. Wie sollten wir denn den Adel wahrnehmen? Ja, wir Bürgerliche. Wie sollten wir ihn? Welche Bedeutung hat er? Brauchen wir ihn? Können wir etwas von ihm lernen? Also erstmal ganz offen entgegentreten. So wie ich Ihnen offen entgegentrete und allen anderen, so sollte das wechselseitig sein. Das ist das Erste. Keine Ressentiments. Und wie man anredet, das ist völlig egal. Ditfurth, Malzahn oder Helmut oder Jutta, völlig egal. Völlig egal. Ich finde, da ist viel mehr drin und da man sollte, und das habe ich vorhin schon gesagt, wir sollten wirklich darüber nachdenken, was wir insgesamt in unserer gesamten Gesellschaft, wie wir da zu einer guten Konsens kommen, nicht nur in der adligen, nicht nur in der adligen Clique, sondern dass wir eine Elite aufbauen, eine Elite der Gesellschaft, nicht Adel, sondern eine bürgerliche Elite, die in der Lage ist, diese Probleme, die wir heute und in Zukunft haben, gut und hervorragend zu meistern. Okay, nehmen wir das als Schlusswort. Sie können gerne weiter diskutieren, bilateral. Aber an dieser Stelle müssen wir die Diskussion beenden. Ich möchte den Leuten dreckig gehen, mit sowas zu kommen, finde ich ganz typisch. Reden wir gleich im Anschluss weiter. Ich möchte mich trotzdem bei Ihnen bedanken für die Einblicke, die Sie uns gegeben haben. Wir machen nach der Sendung noch ein bisschen weiter. Sie können gerne auf unserer Internetseite noch mal alles nachlesen, meine Damen und Herren. Im Palais sehen Sie wieder in 3 Wochen. Ich bedanke mich für Ihr Interesse. Auf Wiedersehen. Tschüss.
Morgen. Morgen gehen wir der Frage nach, wie viele gut gelaunte Moderatoren braucht eine Talkshow? Die Antwort gibt es auf dem Riverboat. Morgen 22 Uhr live im RBB. Samstag. We go. One, two. Es gibt ein Land, da ist einiges anders. Und vor allem traditionell. Und dann auch wieder sehr lebendig. 80, 86, 9. Doch was dem Ganzen die Krone aufsetzt, ist die Schönheit und der Stil. Very British. Kommen Sie mit. Wir reisen nach Großbritannien. Im RBB-Fernsehabend. Samstag ab 20.15 Uhr. Einmal Kartoffeln mit Champignons, bitte. Und der Tee? Das Wasser kocht schon. Einen Moment. Bitte, Ihr Tee. Haben Sie den Kohl geliefert? Ja. Bring mir das Sauerkraut und ich fange gleich an. Haben wir heute Bortsch mit Klößchen? Guten Tag. Milchbar, guten Tag. Ich verbinde Sie mit der Leiterin. Coca-Cola. Coca-Cola. Guten Tag. Aber nur ein wenig. 5 Flaschen Cola und keine Ahnung. 5 Flaschen 7-Up und Nein. Ich möchte auf gar keinen Fall Wasser. Das verkauft sich überhaupt nicht. Jetzt wollen die Leute Kaffee, Kakao und sowas. Ja, so ist es. Danke und auf Wiedersehen. Du, ich hatte 5.650 Kilogramm Kartoffeln. Na, dann kannst du doch ruhig 1 oder 2 Tonnen mehr nehmen. Meinst du? Na klar, für Dezember. 200 Kilo verkaufen wir täglich. Also 6 Tonnen. Anderthalb. Na, dann nimm 1,5. Wenn du 2 nicht willst, dann nimm 1,5. Was gibt es bei Ihnen? Steak, Kotelett, Filet, Gulasch, Rouladen, Herzgulasch, Klößchen, überbackenen Reis, russische Piroggen, Krautpiroggen. Rouladen bitte. Mit Kartoffeln? Ja.
In so einer Milchbar essen täglich 400 Leute. Für einen Swati kann man schon eine Suppe essen. Die Pirogen kosten 1,90. Das ist wirklich geschenkt. Die Menschen können sich die Restaurants nicht leisten, also essen sie in diesen Milchbars. Eine Rentnerin, die nur ein paar Swati hat, kann hier für 2 bis 3 Swati essen. Zu Hause kann sie dafür nicht kochen. Ich habe diese Bar schon vor der Privatisierung geleitet. Dann kam die Marktwirtschaft und für mich hieß es nur, die Papiere zu ändern. Ich wollte immer nur in der Gastronomie arbeiten. Das ist einfach eine Berufung. Es ist genauso, als ob jemand Jurist, Arzt, Koch oder was weiß ich sein möchte. Pilot vielleicht. Für mich war es klar, dass ich in der Gastronomie arbeiten werde und Schluss.